Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir die gute Ethel fürs Team freigeschaltet und auch generell hier dieses Heldensystem, wo wir, soweit ich es gesehen hatte, richtig viele Charaktere freischalten können. Das kann man hier über die Klassen nochmal sehen. Das werden ultra viele. Ich denke aber nicht, dass wir alle gleichzeitig mitnehmen können. Aber dennoch eine Bereicherung fürs Team. Ethel ist dabei. Die Gegner werden jetzt noch schneller down gehen. Da freut man sich doch. So, hier wollten die jetzt ein Gespräch führen, ne? Ja, you can't always give 100%. Guck mal, Ethel nimmt jetzt hier sogar an den Gesprächen teil. Ich kann mir mit Geld hier Essen kaufen. Oh, lecker. Das erhöht die Goldmenge, oh. So tasty. Das ist einfach nur zwei Burritos und ein paar trockene Brötchen. Oh, ich habe ein neues Rezept dadurch gelernt. Na gut, dann kommt jetzt diese Besprechung, ne? Veränderungen. Wahrscheinlich. Das liegt an diesem Ouroboros-Ding, ne? Ist ein Hammer, keine Klinge. Das kann ich mir vorstellen. Wenn die wirklich alle fliegen würden dadurch, dann ja. Ja, stimmt schon. Ja, genau. Tayo nimmt alle Angriffe an. Gibt's sonst noch irgendwas zu besprechen? Nee. Ich könnte hier noch manuell speichern. Wir haben wahrscheinlich auch noch Bonus-XP ohne Ende, die wir hier ausgeben können. In unserem Zelt. Wenn ich auf Übernachten gehe, dann wird auch die Haupthandlung vorgesetzt. Erstmal dürfen sich bitte alle waschen. Ah, schon viel besser. So, habe ich Bonus-EP? Ja, für alle eine Stufe. I definitely feel stronger. Boah, freue ich mich, sobald ich diese Doppelklingen nutzen kann. Okay, da kommt höchstwahrscheinlich eine Videosequenz, deswegen bin ich mal kurz weg. Und halt die Klappe währenddessen. Another bit thinner, I think. Best bath ever. You taking a dip, Mimi? It's nice and warm. I might skip today. Wasn't really a sweaty one. What? How can you miss a hot bath opportunity? Then again, I guess when you smell so nice already, maybe it's no problem. Are you, embarrassed about other people seeing you? There's no need to be. Miss Ethel thought of everything. She even managed to give us a window when the bath would be empty. Ah, yes. I did know that. I guess maybe I will take a dip. Atta girl. Okay. Don't wait for me.
right then. Have a good one. And good night. Yeah. Good night, Senna. Ich glaube, die gute Mio hat andere Sorgen als ein Bart. Ne? Naja, ist jetzt eigentlich nicht so viel zum Spaßen. Die hat ja nicht mehr so viel Zeit. Scheinbar. Ja, wir haben sie ja von der Flammenuhr befreit, ne? Noch mal ein Gespräch im Büro. Ach ja, die Harmoniestufen gibt's ja auch noch. Die Harmoniebonis, die erinnere ich mich noch. Die waren früher richtig gut. Beziehungsweise die waren richtig hilfreich. Gruppenboni, ne? Zum Beispiel hier das Lauftempo erhöhen. Reiten nicht weiter von den Sammel-Items. Das kann alles sehr gut sein. Time to make tracks, then. Mit dir haben wir noch nicht geredet, okay. Oh, hier vorne ist was. Da draußen sind sehr viele Höhlen. Ja, da kann man ja auch noch mal drüber nachdenken, ne? Aber erstmal kümmern wir uns um Hauptstory. Ich wüsste immer noch gern, wie man an die Kiste da oben drankommt. Eventuell gucke ich mir ein Tutorial an. Kann auch sein, dass wir die Funktion, die dafür nötig ist, noch gar nicht freigeschaltet haben. Naja. Oh, hier ist auch nochmal. In der Danak-Wüste habe ich einen alten Pheronis gesehen. Der war schon komplett verwittert. Ja, den kriegt man ungarantiert nicht mehr zum Laufen. Wäre Zeitverschwendung, dorthin zu gehen. Oh, ich sehe da in gute Sachen. Ich sehe darin eine neue Fabrik, an der ich wieder XP und Geld farmen kann. Und sogar Materialien. So, müssen einmal nach ganz oben dafür, ne? Ganz oben war deren Büro. Wieso kann ich sie dann der Gruppe nicht mehr hinzufügen? Gemein. I have to ask before you go. Why is it that you stick together? Given what's what, we pretty much have to. Considering how everybody attacks us on sight now. At this point, I suppose it just panned out this way. You really think so? That's not really how it looks to me. Well, one thing's for sure. We were sworn enemies once, and yet we all share the will to live in the now. Before becoming Ouroboros, I never realized. But that common will, it was reason enough to stick together. I see.
Not everyone makes the choice to fight willingly. Lance said that you have to. Well, right now every one of us has to. There's no question it would be better if they didn't. Your journey may have started out of necessity, but now you're pushing forwards towards a common goal. And that might be all we want, and all that we wish the world could be. What we wish it could be. You're heading out as well. As soon as we're done here, I'll make for the castle. What? You forget, I am the commander. We haven't revolted against our nation, so I have to report in. Ethel, are you sure? Oh, don't worry. I'll be leaving you out of it. That's not it. The consul earlier turned Mobius. Were it to... If you mean that monster, I'm well aware of the risk. Then why? Because it's my responsibility to those I command. As for the consul, we can say he died in an accident. And you can't do it remotely? Now that the consul and Flameclock are both lost to us, I have to make a report, and not over comms. I have to requisition more supplies, too. And what if they fit you with a new clock? I can worry about that then. You're fine with it, really? Don't get preoccupied with us. Keep to your path. Follow it, wherever it may lead you. Life is short. I suppose. Hey, while we're all still here, one more word of warning. The consul was attempting to remove you from the picture. In light of that, you'll likely come up against hostility. But listen, you should keep engagement to a minimum. Kevis or Agnes, that goes for both of them. But if we break their clocks, just like with Colony 4 here, they would be free, wouldn't they? You'd do well to remember not everyone thinks the same as I do, even within this colony. Many still haven't come to accept their new reality. To make things even more fraught, in other colonies, there are those who are more than willing to fight, as you'd expect. So it's no use appealing to their sense of compassion, or hoping they'll treat us fairly, is that it? Yes, precisely. You will change the fate of others just by virtue of coming into contact with them. It's quite the burden. You may not want the responsibility. A burden, perhaps. All that said, you get embers on your coat, you have to brush them off. If push comes to shove, do not flinch. Do whatever it takes, for the greater good. I wish you all a smooth and fruitful journey. Ouroboros, huh? If only we could have been there as well. Jo, da bin ich wieder. Also dann wieder auf dem Schwertmarkt, ne? Und schade, dass wir Effe nicht mehr haben. Ja, wir sollen die Kämpfe ja vermeiden, ne? Ja, so solltest du nicht denken.
Das stimmt. Ich wäre dafür, es einfach zu tun. Einfach zu den Kolonien gehen und die Flammenuhren kaputt machen. Okay. Ah, das Harmoniediagramm, das gibt's ja auch wieder. Das gab's beim letzten nicht so. Kann ich jetzt, wenn ich wollte, einfach sagen, hey, ich will ins erste Gebiet zurück, hier nach Aethia, und jetzt hier die Kolonie befreien? Kann ich das? Nein. Obwohl, ich kann hier hinreisen und eventuell hier hinlaufen. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich wäre auf jeden Fall dafür. Wieso darf ich Effe nicht mehr mitnehmen? Oh, hier ist ein Nopon-Händler. Okay, sie sind hier auf der Hut. So, ich darf einen Stein abholen, ne? Da vorne wollen sie auch noch mal reden. Da kriegt man viele Missionen jetzt. Komme ich ja gar nicht mehr hinterher. Die Nachschubabwürfe, die scheinen ja ganz wichtig zu sein. Ich könnte auch den Boss, der da drin hockt, jetzt wegklatschen. Das wäre jetzt mittlerweile kein Problem mehr. Ich prüfe mir jetzt einfach, ob ich in die alte Kolonie zurück kann. Jetzt kommt sie, sind Level 50. Weil ich wäre dafür, die alle zu befreien. Okay, ich darf nicht zurück. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber wenn wir schon hier sind, machen wir den Boss, der hier gammelt, Platz. Wir sind auch ungefähr auf demselben Level. Dann holen wir wenigstens diesen Boss mal nach. Außerdem will ich gucken, was die Missionen hier in der Gegend sind. Eventuell ist da ja dieser eine Event-Charakter jetzt dabei. Ja, auch in dieser Heldenliste ist. So, seid ihr mir aggressiv gesinnt? Oder kann ich mir den Ätherkanal hier gönnen? So, Kali. Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mann, das Ding ist steinhart. Aber es kriegt keine Unterstützung. Jo. Jetzt kann ich einen Fusionsangriff machen. Wurde weggeschoben, nein! We'll be right back.
Dann frisst das. Unser Heiler macht seinen Job nicht. Boah, konzentriert man den Angriff kurz auf die kleine Krabbe. Damit die einfach weg ist. Ein Gegner weniger ist ein Gegner weniger, der nervt. So, eine Angriffskette. Das Dumme ist, es kriegt jetzt nur die kleine Krabbe ab. Außer ich kann das Ziel mittendrin wechseln. Nee, ich kann das Ziel nicht wechseln. Das nennt sich Verschwendung. Aber ich nehme den hier immer gerne mit. Kann das jetzt bitte einfach aufs nächste Ziel umswitchen? Nee, natürlich nicht. Okay, ich muss mir merken, den Ultimate, also die Kette, unbedingt auf den Großen abfeuern. Jawohl! Oh, das Mistding weg! Hier liegt so viel Zeug. Wer ist gerade der andere Healer? Macht seinen Job nämlich nicht. Es können nur die wiederbeleben. Ries. So, zack! So muss das laufen. Mehr. Erstmal noch eine Heilung für alle. Und tschüss. Kali hält viel aus. Warum hält die Krabbe so viel aus? Doppelte Ohnmacht! Hat nicht funktioniert. Ich hab Gefühl, ein Bombardement wird eingerufen. Die Chakram-Klingen passen einfach überhaupt nicht zu ihm. So, einmal hier für alle.
Ah, mehr Angriff. Mehr Heilung. Das Vieh stirbt sowieso mittendrin. Und tot. Ich könnte noch einen draufsetzen. Ich habe gehört, sie setzen nur einen drauf. Schade, keine 100%, aber guter Gesamtschaden. Hätte ich gewartet, bis Ouroboros drin gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich sogar noch mehr heftiger gewesen. Na gut, der kleine Typ, der überlebt jetzt eh nicht lang. Und damit haben wir Carly ausgeschaltet. Perfekt. So, hier gibt es zwei Missionen abzuholen. Einmal hier eine. Da können wir sogar relativ gut hin. Und weiter unten ist noch eine. Wir müssen ja auch noch diesen einen Bonushelden finden, den es jetzt über das DLC gab. So, was haben wir denn da oben? Was findet da statt? Look. Oh, da kämpfen welche. Oh, Mimi! That's Kairi from Colony Gamma. What? Friend of yours? Yes, but the story will have to wait. Okay. Erstmal ihr helfen. Ein neuer Held, habe ich gehört. Oh, das wird ein heftiger Kampf. Wen habe ich jetzt überhaupt gerade im Fokus? Den hier. Und Mio ist tot. Kommt, haut die doch in Ohnmacht. Danke. So, dich als nächstes. Erkennt Emmy hieß die, glaube ich, uns überhaupt, oder sieht die da auch nur diese schwarzen Gestalten? Ohnmacht! Warum auch immer es nicht funktioniert hat. Kann eine Angriffskette auslösen. Machen wir mal auf den, der die meiste LP noch übrig hat. Natürlich gönne ich mal eben kurz eine Gruppenheilung rein. Schade, dass ich das Team, also das, was ich angreife, mittendrin nicht wechseln kann.
Er ist schon tot. Hat keinen Sinn, die Angriffskette fortzuführen. So, nur noch einer ist übrig. Okay, der ist so oder so tot. Ich gönne. You okay? You're not hurt? Me? Kairi. Mio! Sie erkennt ein Kairi, hieß sie. Thank you so much for saving me. I'm so glad you're alive. Yes, yes. No need to get so excited. Oh, I'm so sorry. I'll calm down. Deep breaths. What are you doing here, Kairi? Colony Gamma's... Oh, well, actually... You got separated from your unit again. I'm so sorry. I just have no sense of direction at all. Never change, Kairi. She's interesting, isn't she? Interesting, a pain in the neck. Same difference, I suppose. So, Mio, those other people... Don't worry about them. They're my friends, and they helped save you. Ah, so they did. Thanks again, Mio. Warum erkennt sie uns? Wir haben ihre Flamme doch nicht kaputt gemacht, oder? Leave it. That's just Kairi. Mio, let's hurry back to the colony. I bet the commander will be pleased to see you too. Nee. Yeah, about that. Can I have a quick word? Of course. What about? This is an odd question, but... Well, how do we look to you? Ah. How do you look? Die sieht wahrscheinlich nichts Spezielles. Please, that's against regulations. Hmm, but they suit you so perfectly. I mean, your officer outfit suited you to a T as well, but I mean... Thanks, Kairi. That's all I needed. Happy to help. I just need to discuss something with everyone. Mind? No problem. Also, sie sieht uns nicht als Ungeheuer. She seems in her right mind anyway. No glowing iris. Just classic Kairi. But does this mean we don't look like hostiles to everyone? Let's not worry about that for now. What should we do with her? That's the question. I want to take her back to the colony if we can. But can we? We can't send her out on her own. It's dangerous, and she'd definitely get lost again. Fine with me. Ein Charakter ohne Orientierungssinn. Woher kommt mir das bekannt vor? It's possible that the commander of Colony Gamma would hear us out. At least... He isn't the type to turn around and capture people without warning. Can we trust him? Better than the consul. Trust me on that. If both of you are willing to go that far, then he seems worth meeting. Thank you. Ah, die Nebenstory zieht irgendwie, glaube ich, mehr in Anspruch als die Hauptstory. Thanks for waiting. Let's go, Kairi. Ready, Mio? So, ist die jetzt mit uns unterwegs? Oder, warte mal, falsche Tast. Sie scheint keine von den Helden zu sein. Aber, es hieß ja, dass es eine Heldenmission ist. Also sollten wir schon irgendwen bekommen. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, hier machen wir für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Drill. Ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!